Fressschnauze! Die schon ja alles improvisiert wird. Hm? Unsere vier Impro-Künstler wissen wieder einmal von gar nichts und müssen alles das, was mir und vor allem dem Publikum hier einfällt, spontan umsetzen. Aber genug der Theorie, ich will euch agieren sehen. Lasset die Spiele beginnen! Wir gönnen uns jetzt was wirklich richtig Schweres. Und zwar, wir machen uns wieder mal an das Zwei-Sätze-Spiel, ihr Lieben. Ihr wisst, wie es geht. Ich gebe eine Szene vor. Ihr spielt es zu dritt. Und das Schwierige dabei ist, dass einer von euch ist der Anführer. Und der Anführer darf alles sagen, was ihm einfällt für diese Szene. Aber zwei von euch, die anderen zwei, die bekommen jeder nur zwei Sätze und dürfen mit nichts anderem sprechen als mit diesen beiden Sätzen. Spielen tun es jetzt Max, Mirko und Rüdiger. Max, du bist der Anführer und hast also Redefreiheit. Aber für eure Szene, ihr seid ein Sondereinsatzkommando und stürmt eine Bank. Ach so. Eine Bank, die überfallen wurde. Und für Mirko gibt es nur die beiden Sätze, ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Genau so. Und mir nach. Mir nach. Du kannst es dann variieren, wie du möchtest. Ist das bescheuert und mir nach. Und Rüdiger, du bekommst die Sätze, hört ihr das auch? Hört ihr das auch? Und ich hol Hilfe. Ich hol Hilfe. Hört ihr das auch und ich hol Hilfe. Nur diese beiden Sätze für euch und ihr seid das Sondereinsatzkommando, was jetzt eine Bank stürmen möchte. Okay, Leute, passt auf. Das ist die Bank, okay? Da drin sind die Geiselnehmer. Sie haben 12 Geiseln genommen. Und wir müssen jetzt rein und die Bank stürmen. Sie dürfen aber nichts davon merken. Verstanden? Habt ihr die Waffen dabei? Nee, ich habe meine Sätze vergessen. Schade. Ich habe gerade so gespannt Ihnen gelauscht, dass ich... Sorry. Das ist fantastisch. Ja. Okay. Es ist offen. Mir nach, das weiß ich noch. Ja. Es war so genau. Spannend, entschuldige bitte. Der erste Satz war, ist das bescheuert? Richtig. Danke, reicht. Der zweite Satz? Mir nach. Mir nach. Rüdiger, weißt du deine noch? Hört ihr das auch? Ja. Und ich hol Hilfe. Ja, aber diese beiden Sätze, ich wiederhole noch einmal, ist das bescheuert, Mirko, und mir nach? Und Rüdiger, hört ihr das auch? Und ich und Hilfe stehen euch beiden nur zur Verfügung für diese Szene, die jetzt kommt. Nämlich, ihr seid das Sondereinsatzkommando, das eine Bank stürmen will. Okay, Leute, ich sage es jetzt noch einmal. Mir nach! Du bleibst hier, komm hier zurück. Also, schaut mal, da drüben ist die Bank, ja? Und da gehen wir jetzt rein und müssen die Geiselnehmer überwältigen, verstanden? Na, hört ihr das auch? Nein, ich höre nichts. Wieso denn? Was hörst du denn? Egal, komm. Also, habt ihr die Waffen dabei? Ist das bescheuert? Wir brauchen aber Waffen, um da reinzugehen. Hm. Die sind auch bewaffnet, okay? Also. Hört ihr das auch? Ja, nein, wir hören nichts, Mann. Verdammt nochmal, komm zurück. Also, habt ihr mich verstanden? Ja, wir gehen da jetzt rein, okay? Mir nach! Nein! Mann! Okay, erstmal die Waffen entsichern, okay? Ist das bescheuert? Ich hol Hilfe. Ich hol Hilfe. Wir sind die Hilfe. Wir sind die Hilfe. Okay, also... Hört ihr das auch? Ja. Das hören wir auch. Okay. Mir nach. Ist das bescheuert? Du wirst dafür bezahlt, du Arschloch. Komm mit. Mir nach. Ich gebe dir das Kommando, ja? Das ist total bescheuert. Ich hol Hilfe. Du holst keine Hilfe. Wir sind die Hilfe, du... Mann, womit habe ich das verdient?
Ist das bescheuert? Ja, das ist allerdings bescheuert. Okay. Okay, Vorsicht, Vorsicht, duckt euch, die gucken raus, die dürfen uns nicht sehen. Das ist bescheuert! Jetzt runter! Okay, Moment, ich versuche hinten durchs Fenster zu steigen, alles klar? Mir nach. Nein! Wir sind zurück. Ich geb. Was ist los? Was hast du? Hört ihr das auch? Ich hole Hilfe. Ist das bescheuert? Oh Mann, Mami, ich will nach Hause. Mirna! Was macht ihr denn? Ihr sollt zurückbleiben, verdammt nochmal. Ihr sollt die Stellung halten. Ist das bescheuert? Oh, meine Güte! Mir nach. Jungs! Ihr könnt mich doch hier nicht im... Oh, ist das bescheuert?